Ja, also ich versuche sehr laut zu sprechen, damit Sie mich alle gut hören können. Herzlich willkommen zur Eingeweideschau. Mir bleibt heute die Ehre, die Künstlerinnen vorzustellen und auch ein wenig durch den Abend zu führen. Die Eingeweideschau ist der Beginn einer Reise zu verschiedenen Fluchtpunkten. Es ist das Jahr der Flucht der Kulturinitiative Narrenschiff, die in Kooperation mit den verschiedensten Künstlerinnen mehrere Projekte zum Thema Flucht, Vertreibung und Zuflucht entwickelt. Heute darf ich begrüßen Michael Altmann. Zusammenstellung der unterschiedlichen Kunstwerke so toll kreiert und zusammengestellt zu haben. Walter Gschwantner arbeitet in Liaoning und lebt nur unweit davon. Er hat in zahlreichen Ausstellungen im In- und Ausland mitgewirkt, mitgearbeitet und teilgenommen an Symposien, Theaterprojekten, an der internationalen Ausstellung ITS in Graz und ist Mitglied der Künstlervereinigung MERZ. Er hat Lieblingswerke in dieser Ausstellung, das sind die Bohrköpfe, die Herr Altmann selbst angefertigt hat. Die sind dann im Raum 4 zu betrachten. Elke Sacke ist 1963 in Ried im Innkreis geboren und lebt und arbeitet in Altenberg. Sie ist seit 1997 künstlerisch tätig und ist Mitglied der Künstlergilde Wels und des Ateliers Wildland, die sich so ein bisschen den Zusammenschluss der Feingeister auf die Fahnen geschrieben haben. Doch nun möchte ich Ihnen den Mensch vorstellen. Nein, halt, ich muss noch kurz was sagen. Danke, dass ihr da wart. Das war auch für mich eine sehr schöne Zeit, auch die letzten Wochen und Tage, wo ihr aufgebaut habt. Es war schön mit euch. Doch nun möchte ich Ihnen den Mensch vorstellen, der auslösende Kraft ist und der diese ganzen kreativen Ergüsse literarischer und fotografischer Natur zu verantworten hat. Michael Altmann, auch Muck genannt. Ja.
Jahren ein Lebenswerk begonnen. Auf der Suche nach einem geeigneten Kühlraum erschuf er ein unterirdisches Ganggewinde, das er mit erlebten und erschaffenen Eindrücken und politischen und religiösen Skulpturen mit Malereien von Wesen und Tieren versehen hat. Er hat sich im wahrsten Sinne in die Erde gebohrt, bis, und jetzt zitiere ich Hans Eichhorn, die Ausläufer des Granits und das Grundwasser der Traun zum Vorschein gekommen sind. Michael Altmann ist Autodidakt und ist 1935 geboren. Im sechsten Lebensjahr zog er zu seiner Mutter nach Al-Hating. Mit 10 Jahren wurde er Augenzeuge von Erschießungen am Schießplatz von Al-Hating. Nach 4 Jahren jüdisch-christlicher Schule und 4 Jahren Hitler-Akademie, wohlgemerkt seine eigenen Worte, absolvierte er eine Lehre zum Maschinenschlosser, dessen Wissen ihm nachher sehr dabei half, diese Bohrköpfe auch wirklich herstellen zu können. Mit 21 Jahren gründete er ein Taxiunternehmen, das heißt, er wusste, was er wollte, weil eigentlich war es erst mit 24 Jahren überhaupt möglich. Mit 27 Jahren heiratete er die Wirtin des Gasthauses zur Schießhalle. Als Schankbauer arbeitete er dann bis zur Pensionierung. Und wenn Sie schon einmal eine Führung in der Altmannhöhle mitgemacht haben, dann merken Sie, dass der Schankbauer schon noch in ihm steckt. Weil danach gibt es meistens noch selbst gemischte, gebrannte Schnäpse. Ja, Herr Altmann, schön, dass Sie heute da sind. Und mit diesem ganz persönlichen Zufluchtspunkt setzen sich heute hier in dieser Ausstellung Autorinnen und Fotografinnen auseinander. Eingeladen von Walter Schwantner und Elke Sacke zu einer geführten Höhlenbesichtigung, waren sie aufgefordert, ihre Eindrücke in ihrer ganz persönlichen Kunstsprache festzuhalten. Peter Hoffmann liefert das dokumentarische Fotomaterial für diese Ausstellung. Er ist 1959 in Oberaudorf in Bayern geboren und beschäftigt sich schon seit seiner Jugend mit Fotografie und Höhlenkunde. Er bereiste zahlreiche Höhlen und veröffentlichte als Autor zahlreiche Fachartikel. Sein Hauptinteresse liegt auf dem Bezug von Mensch und Höhle. Seit 2012 konzentriert er sich auf die HDR-Panoramafotografie. Das bedeutet, das sind Fotografien, die aus 18 Einzelaufnahmen bestehen und wo mindestens 3 verschiedene Belichtungszeiten eingestellt werden muss, die dann von einem System sozusagen so berechnet werden, dass ein Bild mit ausgeglichenen Kontrasten entsteht. Sie können es natürlich dann gerne nachher bewundern. So, jetzt ist es soweit, jetzt kommt die erste Lesung. Und ich würde Hans Eichhorn bitten, ich möchte noch kurz vorher ein paar Worte zu ihm sagen. Hans Eichhorn ist 1956 geboren in Vöcklabruck und lebt als Berufsfischer und Autor in Attersee und Kirchdorf an der Kreis. Er ist unter anderem Preisträger des Manuskriptepreises des Landes Steiermark von 1998 und über oberösterreichischer Landeskulturpreisträger für Lyrik von 2005. Er versucht in seinem Text über das Unter- und Überirdische Reich des Herrn Altmann eine Anrede zu finden und geht dabei sehr in die Tiefe. Bei dem Versuch, die Eindrücke wieder ans Tageslicht zu bringen, nimmt er sich selbst als Sedimentgestein wahr, in dem das lebendig Eingeschlossene wieder herausgearbeitet wird. Ich, wie gesagt, habe versucht, auf diesen überwältigenden Eindruck bei dem Höhlenbesuch mit ungefähr 30 Notaten zu reagieren. Bitte um Entschuldigung, wenn ich das eine oder andere falsch aufgefasst habe oder falsch interpretiert habe. Ich habe versucht, meinen Eindruck aufzuschreiben. Das unterirdische und das überirdische Reich des Herrn Altmann. Versuch einer Anrede. 1. Der schmale Feldweg führt bergauf. Es ist feucht, es ist Dezember. Manchmal rutscht der Wagen seitlich weg. Wir halten vor einem flachen, rechtwinkeligen, hüttenähnlichen Bauwerk. Rauch steigt aus dem Schornstein. Der Besitzer des Anwesens kehrt laut und lädt es in seine Scheibentruhe. 2. Nach der Begrüßung geht es gleich ab zu der Eingangstür des Stollensystems. Die Tür wird geöffnet, das Staunen beginnt. Und in dieses Staunen hinein die Kommentare desjenigen,
der hier begonnen hat, sich immer tiefer, und zwar über beinahe 50 Jahre lang, in Sedimentgestein hineinzugraben, hineinzubohren, und zwar so weit, bis die Ausläufer des Granits und das Grundwasser der Traun zum Vorschein kommen. 3. Eine eigene, auch mythologische Welt tut sich auf. Die Stollengänge sind großteils ausgestaltet mit Gesichtern, Fratzen, mit Tier- und Fischfantasien, allerlei Fabelwesen, und zumindest am Ende jedes Stollens wird eine mythologische Szene bereitgestellt. 4. Wie spreche ich das Gesehene und das Gehörte an? Ist die Schriftsprache für eine solche Anrede überhaupt geeignet? Und wie lautet diese Anrede? Schöpfer, wie ist dein Name? Muck? Altmann? Wer ist Muck? Wer ist Altmann? 5. Das Höhlensystem samt seinen mythologischen Szenen und den parallel dazu stattfindenden Kommentaren bohrt, gräbt sich in mein Bewusstseinssedimentgestein, und auch darin kommen Haifischzähne, Schnecken, Seepferdchen, Kraken und andere Fossilien zum Vorschein. 6. Er habe nur 4 Jahre eine jüdisch-christliche Schule und 4 Jahre Hitler-Akademie gehabt, sagt der Schöpfer, beinahe entschuldigend, aber auch genau hinhorchend, was denn die Reaktion des Zuhörers ist. Er weiß wohl zu gut, wie überwältigend, mit welcher Wucht, aber auch mit welch gelebtem Standort der Besucher konfrontiert wird. Also von wegen christlich-jüdisch oder Hitler-akademisch. Freilich Ironie, aber genauso gut eine Tatsache. 7. Und sie stehen sich gegenüber. Die linken und die rechten Propheten, Stalin, Lenin, Hitler, Dollfuss, Mussolini. In der Mitte die Gottesmutter Maria mit dem Jesuskind und alles in Gold. 8. Eine Szene aus möglichst waagrecht hineingegrabenem Stollenende lautet der Untergang des Abendlandes. Das Böse, die Fratze mit den nationalsozialistischen Emblemen liegt in Scherben, zerbrochen im Wasser. Links und rechts werden die Märchenkinder vom Wolf gefressen. Und ein neuer Kontinent, nämlich Asien, steigt auf. 9. Es gäbe ja Leute, die sich einseitig ernährten, sagt der Haus- oder Höhlenherr, deshalb bitte ein breiteres Angebot. Jesus, Hitler, Stalin, Lenin, Dollfuss und wieder Jesus. Damit für jeden, jede etwas dabei sei. 10. Mit 23 Jahren habe er zu graben, zu bohren begonnen. Er komme aus der Gastronomie und wollte sich hier einen Keller, einen Lagerraum schaffen. Aber alles habe sich ganz anders entwickelt. Weg von dem Geschwätz und Geschwirre am Ausschank und hin zu diesem Bohren, Alleinsein, Umgang haben mit der eigenen aufkeimenden Symbolik. 11. Auch wenn die Bohrtätigkeit vor 2 Jahren aufgrund einer schweren Herzoperation eingestellt wurde, so wird doch weiter gebohrt und weiter gefragt in jedem oder jeder, der, die sich auf dieses Höhlensystem samt seiner mythologischen Besetzung oder Besatzung einlässt. 12. Die Bohrungen gehen weiter. Er habe ja nur das Jüdische und das Hitlerische als Ausbildung, bedauert wiederum der Gastgeber. Und es ist Ironie, Tatsache und Kampfansage, denn es provoziert die Gegenfrage, und wer bin ich? Wer bist du? Was ist meine Ausbildung? Wie soll ich angesprochen, angeredet werden? Wo ist mein Sitz im Leben? 13. Was den Österreicher ausmache? Er sage es meistens so. Habern, Pempern und Boden.
gelegentlich vielleicht in Jesolo. 14. Hätte nicht seine Frau das Lebenswerk, ja, das sei sein Lebenswerk, mitgetragen, wäre es wohl nicht möglich gewesen, das hier entstehen zu lassen. 15. Keinen Groschen habe er bekommen und die Bau- und Bohrteile habe er billigst zusammengetragen und zusammengebaut, auch diese Bohrmaschine. Und wir stehen vor einer Eisenkonstruktion, Eisenskulptur, die den bildhauerischen Arbeiten rund um den Weg weist. Es ist die für mich eindrucksvollste Darstellung, weil sie nichts beabsichtigt. Sie steht einfach da. Arbeitsgeräte, derangierte Bohrer, Schneidgeräte aller Art, Sägen, Kabeln, Eisentisch, Schläuche, Elektromotor, verrostete Ketten, ein Kescher und in der Wandnische der Froschkönig, der hier als verzauberter Prinz die Szenerie überblickt. Das lässt so vieles offen und aktiviert das eigene Schauen, das schließlich sogar die Schatten an den Wänden registriert, die sich wie zufällig in das Ensemble fügen. Dieses Ensemble ist beides, Arbeitsgerät und Plastik, nahe am Gerümpel, endlich auch befreit von jeder allzu offensichtlich sich aufdrängenden Mythologie und bereit, diese Freiheit zu leben. 16. Weg vom Ausschank, wo er sich auch mit seiner Meinung zurückhalten musste, und hier herein, in den eigenen Gedächtnisraum, in den eigenen verbildlichten Kosmos und Gedächtnisraum, im Schweiße seines Angesichtes die eigene Welt. 17. Flucht aus der Schank, aus der Gastronomie und Zuflucht bei sich selbst. Zuflucht als Standort, Standpunkt, von dem aus die Welt anders ertragen, getragen und bestimmt wird. 18. Und was stellt diese Szene dar? Die Beschneidung Jesu, der Tag des Herrn, das Jesuskind, dargestellt durch dickes Metallgestänge, über den Tisch hingebogen. Rückwärts an der Wand, wohl der Tat Ausführende, sprich Täter, mit einer großen Schere. 19. Jetzt am dritten Tag nach der Höhlenbesichtigung bin ich selbst am Bohren, Graben, um die Eindrücke wieder ans Tageslicht zu bringen. Sich selbst als Sedimentgestein wahrnehmen, in dem das Lebendige eingeschlossen und abgelagert wird, wurde. Die Bohrmaschine, den Schreibstift in die Hand nehmen und die Bergwerksarbeit beginnen. 20. Noch die zwei kopulierenden Hunde als abstraktes Buchstabengebilde aufs Papier bringen. Kinder hätten ihn gefragt, was die beiden da machen. Gekichert, und er hätte geantwortet, der eine schiebt den anderen in die Garage. Gekicher, Achselzucken. 21, und was ist mit der blutigen Toilette, wo offensichtlich eine Puppe hinabgespült wird? Ein Denkmal für die vielen abgetriebenen Kinder. 22, jetzt drängt sich auch noch der weit geöffnete Heurigenkeller auf, breit genug, um Bänke aufzustellen. An der Wand das Totenbild des Vaters, der, wie es heißt, den Heldentod in Polen zu Beginn des Zweiten Weltkrieges gestorben ist. Aus dem Sedimentgestein wächst im Umkreis des künstlichen Lichtes, man ist versucht zu sagen, wie durch ein Wunder kräftiges, langstieliges Moos. Und als Kontrast dazu nehme ich die schwarze Tafel zwischen den rostigen Eisenketten mit, auf welcher steht: Die Armen haben Gott, die Reichen haben das Geld. Ist nicht schön auf dieser Welt? Da Zolle wieder will, dann kommt Zolle in Tö. 24. Ist die Untertagbegehung für dich hinlänglich zur Sprache gebracht? Hast du für dich eine Anrede gefunden? Egal, ob in Dialekt oder Hochsprache, ich wandere mit meinem Schreibstift wie mit einer kleinen Taschenlampe herum und werfe so blitzlichtartig
den Strahl auf dieses und jenes. Im Hintergrund höre ich manchmal den Kommentar des Gastgebers. 25. Es ist vielleicht an der Zeit, das oberirdische Reich anzusprechen, und es ist, als ob die Bilder näher rücken würden. Der Wald, die Einzäunung, der angrenzende Truppenübungsplatz, womit unter scharf geschossen wurde. So geschehen damals, als die jungen Soldaten nach Ende des Zweiten Weltkrieges als Deserteure hingerichtet wurden. Hier, mit Blick auf dieses Gemetzel, ist wohl die provozierendste Skulptur platziert. Ein janusköpfiger Betonschädel, der mittels zweier Drähte gewendet werden kann. Ein Gesicht zeigt Hitler, das andere Jesus. Dieser Jesus Hitler Drehkopf zieht einen Rattenschwanz an Begriffssplittern nach sich. Beispielsweise Erlösung, Endlösung, Reich Gottes, Drittes Reich, mein Jesus, mein Führer, Grüß Gott, Heil Hitler, etc. 26. Auf dem Hügel des oberirdischen Reiches steht ein großes Tipizelt, das noch vor etlichen Jahren von Pfauen und einem bis zu 70 Stück starken Hühnervolk begackert wurde. Nützliches, Nutzenbringendes wird in die mythologische Bilderwelt hineingepflanzt. 27. Circa ein Monat ist jetzt seit der Höhlenbesichtigung vergangen und die noch heraufdämmernden Eindrücke richten sich einmal auf die Skulptur der Danksagung, wo eine Mönchsfigur in einer Betonrohrhälfte sitzt, durch die das Abendlicht auf den Beschauer fällt. Groß steht da zu lesen, vom Dank an seine Mutter, seine Frau und an seine Ärzte, die sein Leben gerettet haben. In seiner Massigkeit, seiner Einfachheit und Schlichtheit vermittelt die Skulptur Wärme und Dankbarkeit. Auf dem Weg zurück zur Hütte geht es noch vorbei an einem Fortschrittsbaum, an den Utensilien der Moderne wie CDs, CD-Player, Computer und vieles andere hängt. 29. Und auch das Beamtendenkmal mit diversen Stühlen bis oben hin wird mitgenommen, bevor es hineingeht in die geheizte Stube und drei große gebundene Bücher mit Besuchereindrücken vor einem zu liegen kommen. 30. Der Hausherr offeriert Getränke, zeigt Schnäpse, die vom Besucher mitgebracht wurden. Auch hier in der gemütlichen Stube treibt er ein wenig Schabernack mit seinem mythologischen Zubehör, das nun einmal seine Welt bestimmt hat und das sich bildhaft Ausdruck verleihen will, etwa im Hitlerporträt verdeckt mit aufgesetzter Leninkappe. 31. Was sagen? Einfach ruhig sein vor einem so über die Jahrzehnte hin ausgegrabenen, aufgebohrten und ausgestalteten Leben, das imstande ist, noch und noch Eindrücke und Augenblicke zu vermitteln, das ungerührt dasteht in seiner massigen Zwiespältigkeit und seiner zusammengewachsenen Einheit. Und genauso wach und wachsam wird es weitergegeben an die Interessierten. 32. Muck, Altmann, Altmann, Muck. Danke fürs Zuhören. Sie selbst ist Künstlerin und versteht die Kunst als Werkzeug, Welten zu erkunden, welche über Zeit und Raum hinausreichen. Sie lebt in Helfenberg und wird nun die Texte von Veronika Seilinger lesen. Bitte schön. Steine sind die Zeit. Lasst uns zur Tiefe gehen. Zum Bruder, dem Stein. Immer dunkle Höhle, Anderwelt.
steinerner Mutterschoß, in dem Verwandlung geschieht. Das Numen. Runenartig die Geheimnisse in den Steinritzen. Das Numen. Alles hat eine Seele. Sie spricht, sie schweigt. Traum. Wo aber suche ich euch, ihr Höhlen des Traums? Auf Schlafwegen in dunkle Schächte steigen. Träume ein Tier im Willen zum Sprung verharrend. Gnomenzauber. Tiergeister und Dämonen, dunkel wie der Stern ist das Unbewusste. Zu einem Relief aus Sandstein in der Altmannhöhle. Das Licht löst sich in der Dunkelheit auf. Das Auge offen zwar, verweigert in seiner Starrheit den Blick. Die Kälte verstößt uns. Traumdürre und tote Rosen. Hören, was nie gehört. Fremde. Fremde, werdet Freunde. Bergt uns in eurer Höhle. Hier, wo es kalt ist, entzündet das Fackellicht der Fantasie. Die Magierkönige des Schlafes breiten ihre Schätze aus. Sie haben die Linien in der Hand gelesen. Weiterleben ist Fortleben von den Toten. Wundersame Höhle. Wundersame Höhle, wo wir Feuer entfachen, Wärme und Zuflucht finden, Freunde und den Duft von Brot. Der Funke springt in das selbstgefällige Dunkel. Leuchtende Höhle, wo wir immer schon gingen. Und wussten es nicht. Keine Zuflucht. Keine Zuflucht. Kein Fluchtweg. Es wütet der Tod. Eine Höhle suchen wir. Wie hinabsteigen in den Grund der Jahrhunderte? Heimat ist so brüchig, wie der Mensch es ist.
glaube, ich habe nämlich zuerst, ich bin deswegen so spät gekommen, weil ich noch eine Pizza verdruckt habe da drüben und ich glaube, es ist auch besser, wenn ich stehend bin. Ich bin irgendwie noch nicht ganz unten angekommen. Schnapsen, bitte. Ja, genau, das wäre es. Weil schon von den Getränken die Rede war, ich kann mich noch auf einen Hinweis erinnern, nachher in der Hütte, zwei Flaschen Schnaps sind auf den Tisch gestellt worden. Das war der Schnaps, den du kriegst, bevor sie den Haxen abgeschnitten haben. Und das ist derjenige, den du nachher kriegst, was du den Haxen abgeschnitten haben. Wir haben beide gekostet. Ohne, Gott sei Dank, Argumentationen. Prolog. Lasst die Vergangenheit ruhen, sagen die einen. Lasset uns vergessen Tod und Verbrechen, sagen sie. Lasset uns von all dem lassen, was uns nicht schlafen lässt, sagen sie. Doch da ist einer, der weiß, die Vergangenheit ist nicht tot. Nicht in uns und nicht in der Erde, über die wir gehen. Er weiß es, spürt es, hat es erlitten. Sollte er vergessen, verschweigen, was mit seinem Vater geschah, was mit seinen Brüdern geschah? Sollte er vergessen, verdrängen, was er mit 10, als er am Rand der Sandgrube stand, als noch einen Tag vor der Befreiung von Hybris und Abgesang Standrecht war, Willkür, Führerbefehl und Totenkopf waren, junge Burschen erschossen wurden von Fanatikern, im blinden Drang. Lass die Vergangenheit ruhen, sagen die einen. Lasset uns von all dem lassen, was uns nicht schlafen lässt, sagen sie. Doch da ist einer, der sich durch den Sand der Thetis gräbt zu den Wesen, die in ihr gelebt, und lässt sie auferstehen an den Wänden der Gänge, die seine grabenden Gedanken sind, die in die Tiefe loten, zu den Vorboten unseres Seins. Muränen, Reptilien, Quallen und kaltblütige Flossenträger, quirlige Wasserflöhe und Asseln, ein pyknischer Archäopteryx, Amphibien, drachengleich und vieles mehr. Geheimnisträger allesamt, mit wilden bis lieblichen Physiognomien, die uns einleuchten, weil sie uns ähnlich sind. Augen, die sprechen, mit Pupillen groß wie Bierdeckel, stumm und zugleich fragend, befragend unsere Position im Gefüge der Zeit. Seine bohrenden Gedanken, bildbegabt, graben eine Welt ins Bröselnde, Rieselnde, graben und schneiden ein endloses Relief aus bewegten und bewegenden Wesen. Nie zuvor gesehene, wie aus längst versiegelten Sphären, bereit in unsere Träume zu schlüpfen, entstiegen den Mythen unserer Ahnen und Altvorderen, um ihr Menschsein zu erklären, aus dem Nichts, aus der Nacht, aus der Pracht einer frisch aus dem Ei geschlüpften Erde. Ein gewaltiges Paradies, wie es gefährlicher nicht hätte sein können für alle jene, die sich auf den ersten festen Schollen des Planeten drängten und sich so ungeheuer verloren vorkamen. Lasset ruhen die Geister von einst, sagen die einen. Lasst uns vergessen all die kriegslüsternen Religionen und zwielichtigen Heilsbotschafter, die nur Unheil über die Menschheit brachten. Lasst uns von all dem lassen, was uns letztendlich doch nicht vergessen lässt. Doch um zu bannen jene quälenden Gesichte und Gespinste, bedarf es der Schrift und dem Bild. Da ist einer, der baut in seiner Zuflucht sich und uns Altäre des Friedens, aus einem Dasein in Freiheit des Denkens. Irrlichternde Nischen mit all den Friesern, Pfrastern und Heiligen, Zitat Muck, die wir uns selber beschert, als Suppe, die keiner nun löffelt, verschobene Teller allerorts, und welch ein Mangel an Löffeln plötzlich in den hohen und höheren Häusern, in den Palästen niedrigster Gesinnung, deren Päpste und Paten täglich ihre Messer wetzen, um nach all jenen zu werfen, die sich allzu ruhig verhalten und so ein gutes Ziel abgeben.
Da ist einer, der zu bannen versteht, all die Gefräser und Pfraster, all die falschen Propheten und gequälten Heiligen mit seinem Leondinger Weihrauch- und Knoblauch-Buddhismus, mit seiner vierdimensionalen grundwassertiefen Sandgrubentoleranz, der Bau Katakomben einer sublimen handwerklichen Gesinnung, ein erschürftes Spektrum aus Unterbewusstseinswelten, eine dialektale Dialektik im magnetischen Hochspannungsfeld von trivial und genial, gebündelt und gegängelt durch stollende Erinnerung zu einer prophetischen Gesamtkunstwerk Walhalla. Und vor der Zelle der Schreine der Versöhnung schrauben sich fern von Kinski, Sotheby's und Christie's, die Muckschen Denkmäler und Wächter neben Esche, Ahorn und Eiche in den altehrwürdigen Kürnberger Vierjahreszeitenhimmel. Ein Meister hat die Fantasie am Nasenring und kein Erbarmen mit ihr. Er lässt sie gewähren, baut und schweißt sich mit ihr eine Welt ins Luftige. Baut, betoniert und schraubt nie zuvor Gesehenes in die von ihm beschworenen Sphären. Epilog. Der Effekt, die leere Geste, ist dem Handwerker fremd. Werk statt Gerede, nicht Werk statt Gerede. Verwegene Zeichen, geboren aus Achtsamkeit und schnickschnackfreier Bedachtsamkeit, um zu trotzen dem Tollhaus da draußen, dort unten, dort und überall. Sie hat Pädagogik und Theaterwissenschaft an der Universität Wien studiert und liest heute Fragmente zur Altmannhöhle. Sie schafft so Raum für Worte, sodass Ruhe werde. Text 1. Hier und jetzt die Ahnung, dass niemand jemals diese Schwelle unversehrt überwindet. Die Bewusstheit totaler Vernichtung. Und irgendwann Auferstehung vielleicht. Heiter und ohne ihresgleichen. Text 2. Das Zögern an der Schwelle, weil diese Erfahrung fortwährende Begleiterin wurde. Der ungehörte Schrei, dem das Verstummen folgte auf den Fersen und die Schwester wütend machte. Und keiner sah etwas. Und niemand hörte. Und ein, das hat noch keinem geschadet. Und ein, wenn du weinst, dann... Und das, es geschieht einzig aus Liebe. Text 3. Gedicht. Tag aus und Tag ein über Leichen gehen, die darauf pochen, dass sie endlich hereingebeten werden und zu Wort kommen dürfen, sodass Ruhe werde uns und Friede unseren Kindern. Ich will mich einfach bedanken, als erstes einmal bei dir, dass du uns einfach einlassen hast in dein Reich und dass wir uns haben mit Kollegen und Kolleginnen einfach damit auseinandersetzen können. Also für uns war das eine abenteuerliche Reise. Und dann natürlich auch Dank an die Autorinnen und Autoren, die auch dieses Wagnis eingegangen sind, mit uns das zu machen.
Und danke auch an das Haus, das das hier ermöglicht, dass man das präsentieren kann. Denn die Höhle selbst ist als Veranstaltungsort einfach nicht zugelassen. Da muss man sich privat an den Herrn Muck wenden, dass man dort einen Einlass bekommt. Es darf jeder kommen. Ich habe einen Mut frei, ob gar nicht glaubt, dass es einmal so wird. Ich darf noch gerne ein wenig weitergraben, aber es geht nicht mehr. Ich bin nicht interessiert. Haben Sie etwas, haben Sie das annehmen können? Haben Sie damit was anfangen können mit Ihren Worten? Sehr. War sehr beeindruckend. Ja. Also, über Mutsfreiheit. Ganz klar. So. Gut, danke. Sag nochmal danke. Wer zu mir kommen will, kann jeder kommen. Ein Schnapsel habe ich auch. Jede. Können wir nur ein Foto machen von jeder? Jede und jede. Jede. Danke. Vor allem sind wir noch überwiesen.